Willkommen hier zurück bei Makosu no Nikki, ein Berliner in Tokio. Ja, die letzte Folge ist doch schon einige Wochen her, nicht so ganz wie geplant, immer im zwei Wochen Rhythmus. Aber wir waren halt im Urlaub und es ist so viel passiert und dann war irgendwie doch so wenig Zeit mal zwischenzeitlich eine Folge aufzunehmen. Deswegen heute. Eine Folge über unsere Reise in den Norden Japans, das Gebiet Tohoku. Könnte man auch sozusagen von den Kansis her Ost-Nord-Gebiet nennen. Es ist sozusagen nördlich von, von Tokio. Es gibt ja noch die ganz nördliche Insel Hokkaido. Da waren wir jetzt noch nicht, aber sozusagen in diesem Gebiet davor, auf der Hauptinsel Honshu. Und äh, ja, darum soll es heute gehen, um die schöne Kirschblütenromantik in dieser schönen Region Japans. Wir haben es nämlich nochmal erleben dürfen. Also bleibt dran! Ja Anfang naja Anfang Mitte April hatten wir noch mal einen kleinen Urlaub gemacht, so um die Osterzeit rum. Und diesmal ja ging es nicht in den Süden, wo wir jetzt im, im Winter waren in, in Shigoku, sondern in den Norden Tokus, es hatte ganz einfach was damit zu tun, dass ähm, die Railway-Pässe dafür gekauft werden können. Also für Leute, die Japan ja ab und zu manchmal besuchen, die kennen es vielleicht, es gibt den Japan Railway-Pass. Das ist sowas wie eine Bahncard 100, kann man sich vorstellen. Und die kann man dann für ein, zwei oder drei Wochen sich besorgen. Vom Preis her eigentlich ganz okay. Und dann kann man halt sozusagen unlimited fahren. Shinkansen, lokale Linien, alles, was halt von der JR, der Japan Railway Company, ist. Ist so ein bisschen was mit der Deutschen Bahn zu vergleichen von der Größe her. Also Fernverkehr ist alles JR, also alle Shinkansen können damit genutzt werden, außer halt Business-Pendler-Shinkansen in den frühen Morgen- und Abendstunden. Und halt auch viele lokale Linien in Städten. Und den darf man halt aber leider als Ausländer, der hier denn lebt, also was wie wir sind der Residents hier, Foreign Residents, also ausländische Bewohner, dürfen den leider nicht mehr kaufen. Das geht nur, wenn man halt ein Touristenvisum hat. Und jetzt in Corona hat sich das Ganze aber noch mal ein bisschen gewandelt. Man kann diesen Komplettpass für Japan zwar immer noch nicht kaufen, aber die Japan Railway Company East, also JR East auch genannt, da sozusagen, das ist Tokio und weiter noch nördlich hat jetzt gesagt, okay, die Tohoku-Pässe dürfen auch hier lebende Japaner, äh, Japaner sage ich schon, Ausländer kaufen und ja, glücklicherweise äh, gehören wir ja dazu und dann konnten wir diesen Pass kaufen und der ist halt äh, echt günstig. Also wenn man einmal von hier aus bis zur nördlichsten Stadt fährt auf der Hauptinsel Japans, dann kostet es genauso viel wie dieser Pass für fünf Tage. Also wenn du halt einmal hin und zurück fährst und ein bisschen Lokallinien fährst, hast du mehr als den ganzen Pass schon rausgefahren. Das lohnt sich schon echt richtig gut. Ihn zu holen hat einfach. Naja, und das war halt so unser Gedankengang, ach, den Mal zu holen. Und die Sache ist ja auch, wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen über Kirschblüte gesprochen. Und in Tokio war es doch sehr voll und irgendwie waren, habe ich das noch nicht so richtig gespürt. Aber ich dachte so, ach, ich will eigentlich, oder wir wollten die Kirschblüte halt gerne nochmal im Norden erleben, weil da auch sehr, sehr schöne Plätze es geben soll. Und ja, dann hatten wir halt sozusagen überlegt, Toku zu erkunden. Waren wir auch noch nie, ist jetzt auch nicht so die Region, die sehr viel von Ausländern erkundet wird. Ist eher eine japanische Reiseregion, würde ich eher sagen. Die meisten Leute fahren nämlich eher nach Westen, Süden, so Richtung Kyoto, Osaka von Tokio aus. Gucken Sie sich vielleicht vielleicht nochmal Hiroshima an, das Denkmal mit der Atombombe. Aber das sind halt, da sammeln sich halt 80 Prozent aller ausländischen Touristen und alles, was darüber hinaus ist, ist dann halt doch eher weniger. Deswegen dachten wir ja, cool, kann man sich vielleicht doch mal ein bisschen challengen im Japanischen, weil umso weiter man so aus den richtigen internationalen Touristengebieten rauskommt, umso weniger können die Englisch. Und dann umso mehr muss man Japanisch sprechen. Also ein bisschen sein Japanisch auch mal an der Stelle zu pushen. Und in Tokio war halt die Kirschblüte schon komplett vorbei. Also die ganzen Blüten sind abgefallen, die Bäume waren schon sehr grün. Und wir haben uns dann aufgemacht nach Sendai. Sendai ist die größte Stadt Tohokus. Mit ungefähr 1,2 Millionen Menschen. Und dort, das ist so mittig dort äh, liegend, ähm, hat gerade die Kirschblüte ihre volle Blüte erreicht gehabt, als wir ankamen. Also nochmal hier den Begriff Mankai. Mankai heißt auf Japanisch volle Blüte, die volle Entfaltung. Und es war so cool. Ich meine, in Tokio war alles vorbei, wir kommen da an. Es ist nur eine Stunde 40 Fahrt mit dem Shinkansen. Der fährt ja wirklich so schnell und so, äh, so bequem, so schön. Und da war alles in voller Blüte, die Bäume. Och, das war wundervoll. Und diese Stadt war auch einfach mega cool, weil es eine extrem junge Stadt ist. Das hat halt so ein bisschen die Sache: In Tohoku ziehen alle jungen Menschen nach Sendai, kann man so ein bisschen sagen. Nicht alle, aber viele. Und das liegt halt daran, dass in Sendai viele Universitäten sind. Das ist halt eine Studentenstadt. Das heißt, es liegt, also ist sehr stark über dem prozentualen Durchschnitt. Also ich sag mal, es sind glaube ich, 30 bis 40 Prozent, 20 bis 40-Jährige leben mehr dort als im japanischen Durchschnitt komplett gerechnet. Und das ist schon, also wirklich, Sendai gehört zu einer, ist eine wirklich sehr, sehr junge Stadt, wenn man sich das anguckt. Und weniger ältere Leute auch. Das ist schon sehr cool. Und das hat man auch einfach gemerkt. Es war so viel los, so viele junge Leute unterwegs. Am ersten Abend sind wir dann noch in so eine, in so einen Park gefahren. Wir waren relativ nah zentral am Hauptbahnhof von Sendai. Und äh, schöne Kirschblüten und dann so Food Trucks waren da. Und dann konnte man unter den Kirschblüten da abends gemeinsam essen. Ähm, da haben dann Leute halt so ihre kleinen Partys gemacht. Firmen, Schüler, wahrscheinlich Studenten, alles Mögliche. Und dann saßen wir da auch und haben uns was Kleines zu essen geholt und saßen dann da. Und es das, oh, das war einfach schön, und dann so Laternen da. Ähm, ich kann natürlich in dem Podcast jetzt wenig Bilder zeigen. Ich plane noch auf YouTube so ein kleines, oder nicht ein kleines, sondern ein sehr ausführliches Reisevideo zu machen. Ich habe sehr viel gefilmt und fotografiert. Ähm, aber das braucht noch ein bisschen. Ich habe da so eine kleine Story-Skript ge geschrieben, das kommt aber noch und dann könnt ihr es vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr fühlen. so Ich war halt da und habe dann halt auch ein bisschen mehr die Kirschblüte, finde ich, geführt. Es war auch nicht zu voll, so wie in Tokio, da ist es halt dann manchmal gerade zur Kirschblüte, muss man einfach sagen, ist es überrannt. Es sind einfach so viele Menschen. Ich meine, ich bin Stadtmensch, aber das war irgendwie so das Gute, so. So ein Zwischending zwischen nicht zu voll und nicht zu leer. Es war was los, aber es war irgendwie so, dass es nicht unangenehm wurde, weil es zu überfüllt ist. Und dann waren wir da bestimmt zwei Stunden am Abend und haben auch ein bisschen die Japaner beobachtet und ähm, dann habe ich da auch ein bisschen gefilmt und, und Fotos gemacht. also war so witzig, die Japaner fanden das total. Ähm haben sich total drüber gefreut und haben manche einfach gesehen, dass sie gerade im Video sind, als ich gefilmt habe, weil sie durchgelaufen sind und haben dann noch gewunken und sowas. Also, die waren einfach so nette Leute. Finde ich total cool, so diese, diese Art und Weise. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag, war halt sehr gutes Wetter, ein bisschen nach Süden runtergefahren mit einem Lokalzug, ein paar, 30 Minuten und dort sollte so ein ganz berühmter Kirschblütenspot sein. Und ich muss sagen, da habe ich noch mal die Wirkung, der Kirschblüte verstanden. Ich hatte in der letzten Folge so ein bisschen erzählt, dass ich das Gefühl hatte, manchmal, das wirkt nicht so, nicht so krass, wie es manchmal auf Bildern gewirkt hat, jetzt im Vorhinein, bevor ich es erlebt habe oder so, oder das war in Tokio doch cool, aber es war jetzt nicht so, wow! So, so, dieses so, boah, ich bin schockiert, nicht schockiert, ist das falsche Wort, aber so dieses, ich bin bewegt. So, aber das hatte ich, als wir da waren. Dieser Park, boah, das hat mich aber hardcore bewegt. Das war so ein Fluss und da waren abertausende Kirschblütenbäume. Und man ist sozusagen wie in einem Tunnel lang gelaufen und da war ein bisschen Wind und die Vollblüte war vielleicht vor ein, zwei Tagen so ungefähr. Und das heißt, langsam fing auch die an, die Blüten sich zu lösen und man, man, man ist so in einem, in einem regen aus kirschblüten dort langgelaufen es war so 25 grad der wind kam wasser es war nicht so laut und nicht so überfüllt weil es noch ein bisschen vor der touristenzeit war ey das war das war es war einfach zum genießen es war einfach toll ähm und ja, dann gab es da auch dann wieder an der Einstellung ein bisschen Food Trucks. Dann habe ich so ein sakuda bento also Sakuda ist ja die, die Kirschblüte, äh, Band, gegessen. Und es war auch richtig lecker. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles drin war. Ich habe ein paar Sachen probiert, die ich noch nicht kannte. Ähm, und dann gab es da auch noch so ein, so ein ehemaliger Platz, wo, wo, wo eine Burg stand halt. Und da gab es dann so eine ganz berühmte Bahn, Seilbahn, die man nach oben fahren konnte. Und hier dachten wir, die nehmen wir auch. Und dann stellen wir uns da an und dann kommt der Japaner und sagt, ja, sind Sie sich sicher, dass Sie wirklich hier mitfahren wollen? Also wenn Sie anderthalb Stunden warten wollen, dann können Sie es machen. Habe ich so gedacht, ne, anderthalb Stunden ist es mir dann doch nicht das Ganze wert, zumal ich ja dafür zahlen muss. Zahlen nicht hier für anderthalb Stunden anstehen? Nee, dann sind wir halt hochgelaufen. Aber da merkt ihr halt selbst, wenn es nicht voll ist, ja, also das ist jetzt noch eine leere Zeit gewesen dort. Äh, kann man sich vorstellen, wie voll es dann wird, wenn richtige, richtige Reisezeit gerade in Japan ist? Die Kirschblüte war auch im Norden, muss man sagen, ein bisschen früher ist als sonst geplant. Also zum Teil bis zu zwei Wochen an manchen Orten. Und das hat uns natürlich in die Karten gespielt, weil wir genau zu dieser Zeit da waren, wo es eigentlich noch nicht so wäre, wo gerade erst vielleicht die Blüte langsam anfängt aufzugehen, hatten wir halt die Vollblüte erwischt. Und viele Japaner hatten wahrscheinlich sozusagen, wie sie sonst kommen würden, die Blüten gebucht. Und das. Hat uns in die Hände gespielt. Natürlich ein bisschen schade für die Japaner an der Stelle, die dann kommen und die Kirschblüte ist schon fast weg. Für uns war es jetzt in dem Fall gut. Ich habe es genossen. Ja, und dann ähm, gab es auch so, so Regentage. Das war auch, also wenn Kirschblüte ist, ist es nicht unnatürlich, dass es auch relativ viel regnet mal. Also wir hatten auch in Tokio während der Kirschblütenzeit bestimmt vier, fünf Tage, wo es aus Kübeln gegossen hat. Ähm, das ist immer ein bisschen schade, weil das die Kirschblüte dazu bringt, Schon früher aufzublühen, beziehungsweise früher auch schon wieder abzufallen, also dass sie sozusagen die, die Blätter verliert. Kommt immer auf die Stärke des Regens an und dann sind wir halt an dem Tag mal ein bisschen mit dem Shinkansen gefahren. Da dachte ich, wenn jetzt eh nicht so viel los ist, probieren wir einfach mal unsere Tickets aus und fahren nach Yamagata. Das ist ein Ort neben Sendai oder eine Präfektur, Präfektur, ist sowas wie im Bundesland. Und dann haben wir mal den Shinkansen ausprobiert und es ja, war nichts los, weil halt Regentag war und nicht Touristenzeit und dann hatten wir den ganzen Waggon für uns. Also stellt euch so ein ICE vor, ihr habt einen ganzen Wagen für euch alleine. Das kann man sich kaum, kann sich kaum vorstellen. War total witzig und dann sind wir wieder lang gefahren. Und dann waren wir an der Endstation und dann dachten wir, ach, wir gehen hier noch ein bisschen spazieren, selbst bei Regen, weil es. Es war zwar Regen, aber es war auf den ganzen Tag bis jetzt so. Naja, nicht so doll, dass man jetzt komplett durchgenässt wäre. Also mit einem Regenschirm total problemlos langlaufen und ein bisschen was erkunden. Und dann laufen wir von diesem Bahnhof los und es wird immer doller. Und ich denke so, das war eine ganz schlechte Idee. Und nach zehn Minuten, ne, das schaffen wir nicht. Das ist zu viel Regen. Ich, wir waren schon echt nass geworden. Ich sage, das ist vorbei. Wenn wir jetzt komplett nass werden, dann können wir uns den Tag sparen. Also wieder zurück zum Bahnhof. Der Schinkansen aber schon wieder weg. Und weil das jetzt nicht so eine belebte Region ist, fährt er da gar nicht so oft. Erst wieder in zwei Stunden, der nächste, haben wir den Lokalzug genommen und der hat so unendlich lange gebraucht, nach Yamagata in die, in die sozusagen in die Hauptstadt des Bundeslandes oder der Präfektur wieder zurück. Anderthalb Stunden in diesen Lokalzug und dann wurde der immer voller, irgendwie Schüler, die hatten wohl gerade irgendwie Schulschluss oder irgendwas war, es war so voll. Und dann waren wir in Yamagata und dann hat es immer noch geregnet, aber dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt hier, wir gucken uns die Burg Yamagata an. Jedenfalls, was von dem noch übrig ist. Und ich wusste es nicht. Das ist auch ein total berühmter Kirschblütenort. Ich glaube, ungefähr 800 Kirschblütenbäume wurden dort gepflanzt in dieser Burg. Und die waren so groß gewachsen, dass die einfach so eine Regenschutzwand gebildet haben. Und dann konnten wir einmal um die ganze Burg rumlaufen, um den Burgpark, weil sozusagen die Kirschblüten sozusagen so eine. Safe Space und Safe Area <laughs> vor den Regen <laughs> sozusagen gebaut haben. Und das war echt schön denn noch irgendwie. Ähm, weil wir es ja gar nicht geplant hatten. Wir hatten, das haben wir ja ganz spontan einfach gesagt, machen wir mal, wir gucken mal, weil wir hier sind. Und dann war das doch noch eigentlich ein ganz cooler Tag. Ähm, und ich finde auch in Japan kann man, wenn man es, wenn man will, auch an Regentagen richtig viele coole Sachen erleben. Und im Nachhinein fand ich das einen richtig genialen Tag. Und dann sind wir mit so einer Tuckelbahn zurück statt mit dem Shinkansen nach Sendai. Und das ging mitten durch die Berge und das, das war wirklich eine Strecke aus dem anderen Jahrhundert. Also manchmal musste der Zug geführt nur 5 km/h fahren, weil er nicht schneller durfte. Dann waren da ganz viele Bahnübergänge auch, die sozusagen keine Schranken hatten, sondern zu Reisfeldern waren für Bauern und so. Und dann musste der immer hüpen und langsam fahren und so. Da dachte ich so, ja, das ist schon. Das ist schon ein bisschen anders hier auf der Strecke. Aber es war echt mal was wert. Oder dann war da an der einen Stelle auch ein Übergang, wo der ganz langsam gefahren ist, wo man so zu einem Schrein hochgehen konnte. Da dachte ich auch so krass, so völlig ohne, also wirklich nur, da, 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 da guckt man einfach auf der kommt und dann darf man rübergehen. Keine Schranke, keine Anzeige, keine Elektronik, kein nichts. Also, das ist wirklich aus dem anderen Jahrhundert die Bahnstrecke gewesen. Ja, und am letzten Tag in Sendai sind wir dann noch nach Matsushima. Matsushima soll eine der drei schönsten Ansichten Japans sein. Und da war ich natürlich ganz gespannt. Leider hat es am Tag auch ein bisschen geregnet oder es war sehr bewölkt und es hat dann später angefangen zu regnen. Und dann waren wir da. Und dort muss ich sagen, in Japan ist ja sonst alles sehr sicher und die Leute äh, ziehen dich nicht über den Tisch im Normalfall. Es ist das alles sehr klar ausgeschrieben, immer kein Trinkgeld, kein gar nichts. Also, man weiß, worauf, man kann sich darauf einstellen, was auf einen zukommt, so ein bisschen. So, in Europa ist es ja schon immer so, dass es auch viele Abzocken gibt, gerade so in ganz großen Städten wie Rom oder Venedig. Also so Mallorca, also wo halt viele Touristen dann kommen, gibt es dann auch immer mal wieder so Abzockersachen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das Abzocke ist, was wir erlebt haben, aber es war schon ein bisschen äh, übers Tisch ziehen. So. Wir sind an dem Bahnhof halt raus und da gibt es halt schöne Bootstouren, weil Matsushima ist so eine Bucht, wo ganz viele kleine Inseln sind. Das macht halt sozusagen den, den, den Charme dieser, dieses, dieses Ortes aus, ja. Ich glaube, es sind über. Über 300, 400 Inseln, die sich ganz besonders geformt haben und total ab, abgefahren aussehen. Und dann war halt direkt am Bahnhof so ein Stand und haben die gerufen: Ja, Bootsfahrt, gleich geht's los in 10, 20 Minuten. So wollen sie jetzt ein Ticket. Und dann dachte ich so: Boah, das klingt ja ganz gut. 1000 Yen, ungefähr aktuell 7 Euro gerade. Dachte ich so: Das klingt voll gut für eine einstündige Bootsfahrt. Kann man ja echt nicht meckern. So. Und dann: Ah, gleich gekauft. Dachte ich so: Ein gutes. Gutes Angebot mitgenommen und dann sind wir halt zum Hafen. Das ist noch ein paar Minuten von dort aus. Und dann merke ich langsam so, boah, ist ja doch ganz schön voll. Und dann standen da so viele Menschen. So viele Menschen. Also wirklich dachte ich so, ey, ich hoffe, wir kriegen da noch einen Sitzplatz. Und dann sind wir rein. Und dann dachte ich so, ah, oh, hier unten ist schon alles voll. Ich gehe mal weiter geradeaus und dann vielleicht ins obere Deck, vielleicht ist da noch ein bisschen Platz. Und dann gehe ich weiter und unten fühlt sich weiter, dass so gut wie kein Sitzplatz mehr frei ist und dann merke ich erst, als ich fast nach oben gehen bin, da steht ja jemand, der abkassiert. Es steht nirgendwo und es hat auch niemand gesagt. Ach ja, das obere Deck kostet übrigens noch mal einen Aufpreis, noch mal vier Euro pro Person. <laughs> Meine vier Euro sind jetzt nicht die Welt, aber es ist halt trotzdem so. Ja. Unten ist jetzt alles voll, weil ich wollte nach oben, weil hier unten alles voll war. Und dann merke ich, es kostet aber. Und es das heißt doch nicht, dass du oben einen Sitzplatz bekommst. Jeder, der zahlt, kommt nach oben. Das heißt, wenn ich jetzt zahle, kann es auch möglich sein, dass ich oben keinen Sitzplatz bekomme. Naja, und am Ende hatten wir dann Sitzplätze in der Mitte im Schiff. Man konnte zwar links und rechts rausgucken, aber es war halt natürlich nicht so richtig. Es war halt Massentourismus-Feeling. Und es war ein bisschen so, ja, die Bootsfahrt war ganz okay, aber ich habe. Gedacht, naja, das hätte man ja auch irgendwo vorher mal sagen können oder kommunizieren können, weil wir im Nachhinein herausgefunden haben: An dem Hafen gibt es noch ein zweites Boot, was fährt. Das kostet 1300 Yen, also knapp 9 Euro. Und das ist nur ein Viertel von dem ausgebucht. Damit sind wir dann noch ein zweites Mal gefahren. Wir haben mit Freunden noch mal an dem Ort auf dem Rückweg nach Hause wieder, dann haben wir so einen kleinen Tagesausflug dahin gemacht weil das Wetter einfach gut war und wir es denen zeigen wollten und wir es auch nochmal bei gutem Wetter erleben wollten und da haben wir dann dieses Boot damals in den genommen und dafür haben wir dann im Endeffekt zwar ein bisschen mehr gezahlt, aber wir konnten direkt aufs zweite Deck und für jeden war Platz. Es waren endlos Plätze da. Man konnte super am Fenster sitzen, wir zu viert in, in so einem schönen Sitz und mit toller Aussicht aufs Ganze, also... Ja, manchmal lohnt sich das denn nicht direkt am Bahnhof vielleicht, die Angebote zu nehmen. Die sind vielleicht bewusster für die Leute zu fangen. Und dann, dann standen wir da halt auch und ich war in diesem leeren Boot und sah das andere schon wieder. Dass es, boah, die quetschen sich wieder Visadinen wie da rein. Gut, dass ich das diesmal nicht gemacht habe. Ja, aber sowas kann es auch in Japan geben, wenn auch sehr selten. Aber das ist das erste Mal, wo ich mal wirklich sowas erlebt habe, das so, ja, nicht über den Tisch gezogen, aber schon so ein bisschen, ja, ja, wir haben es günstiger, auch wenn du am Ende März haben musst, wenn du wirklich... Einen Sitzplatz und eine gute Aussicht willst. Vielleicht. Das äh, weißt du vorher nicht. <laughs> naja. Shinkansen sind toll, steht ja noch in meinem Skript. Das ist es einfach. Wir sind die ganze Zeit so viel mit Shinkansen gefahren. Es ging dann weiter, nämlich nach Akita. Akita liegt so ein bisschen noch weiter im Norden, dann aber an der japanischen Meerseite, also Richtung Russland, Korea hin, so die Seite. Und echt, das war echt kalt da. Ich habe es echt nicht erwartet. Also, ich meine, es war fast Mitte, Mitte April. Und nachts sind dann doch nur so drei Grad manchmal gewesen. Da hat man schon gefroren. Gerade wenn die Sonne abends wegging. Das ist ja schon relativ früh, wir haben keine Zeitumstellung. Wenn dann die Sonne um 18 Uhr weg ist, ist es schon echt kalt geworden. Ich habe gar nicht so viel Jacken und dicke Sachen mitgenommen dafür. Und dann waren wir halt in Akita und dann dachte ich so, wir brauchen, wir brauchen noch ein bisschen Anziehsachen. Das funktioniert so einfach nicht ohne, ohne jetzt noch eine, eine dickere Jacke und so. Und dann sind wir, haben wir halt geguckt, wo gibt es da noch was? Und Akita ist halt ein kleiner Ort. Ähm, 300.000 Einwohner klingt jetzt viel, fühlt sich aber ein bisschen Inaka an. Inaka ist das Wort für, für Land, für Countryside, also für, Land, für ländliche Region. Und so fühlte sich das auch an. Alles ein paar, ein paar Meter weg vom Bahnhof war schon geführt zum Einschlafen so ein bisschen. Also, wo es halt einfach ruhig war, wo halt kein Trubel war oder irgendwas. Und dann. Sind wir zu einem Uniqlo gelaufen? Das ist wie ein HM in Deutschland, muss man sich das von der Größe hier vorstellen. Vielleicht kennt ihr Uniqlo aus Deutschland, haben nicht so viele Ferien. Aber, und der war dann halt 40 Minuten mit Fuß. Wie könnt ihr könnt euch vorstellen, da gibt es keine Bahnlinie hin, die haben kein ausgebautes Bahnnetz. Der Bus fährt Auto das letzte Mal um 17 Uhr. Also Naja, wir sind hingelaufen und haben was von der Stadt gesehen, was man wahrscheinlich sonst als Touristen nie sieht. Und dann hatten wir uns da auch gute Jacken gekauft und dann war da direkt daneben so ein Sushi-Laden. Also, so ein bisschen Fast Sushi. Fast Sushi ist das, wo, wo dann halt die Teller angefahren kommen, nennt man das so. Und dann sind wir da rein und da habe ich halt mal wieder so richtig gemerkt, wie ich Ausländer bin, ja. Das war halt, ein, das ist eine Region, wo generell schon wenig internationale Ausländer oder internationale Touristen hinkommen. Zusätzlich waren wir so weit weg vom Bahnhof, so weit weg von allen öffentlichen Verkehrsmitteln, dass da eigentlich nur, nur Japaner unterwegs sind in dieser Region. Und dann sind wir in diesen Sushi-Laden und die ganzen Leute in der Warte, im Wartebereich haben uns angeguckt, als wenn wir Aliens wären. Die haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben Ausländer gesehen in, in, in Farbe, in echt, in Fleisch und Blut. Und es war so witzig einfach. Und ähm, ich habe jetzt nichts Besonderes gesagt. Ich habe jetzt einfach nur ein bisschen gelächelt und habe mich dann, dann nett hingesetzt. Und ähm, ich mag das ja. Ich will denen ja die Angst nehmen, so ein bisschen vor Ausländern, dass die gefährlich sind oder so. Naja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich es erlebe, aber da merkt man in so Momenten das ist halt schon echt krass. Ähm, aber es war super. Ich meine, wir konnten ja Japanisch sprechen und dann so und dann hatten wir auch einen schönen Platz und haben gut Sushi gegessen. Ja, und das sind so immer so Momente, die halt einfach cool sind, So, wo man dann auch so ein bisschen mehr Japanisch kann und den Leuten auch zeigen kann: ja, ja, machen Sie sich keine Sorgen, ich kann Japanisch sprechen, Sie müssen nicht Englisch sprechen. Und dann merkst du richtig, wie die, wie die Erleichterung von den Japanern manchmal fällt. Das ist wie. Wie als wenn die eine andere Person werden, auch manchmal, ja. Als ich, zuletzt hatte ich mir Schuhe zum Wandern geholt und dann wollte der Verkäufer erst auch auf Japanisch mit, äh, auf Englisch mit mir reden. So, Tax-Free, Tax-Free fragt er mich so. Da ich so, nö, nö, Nihon ni Das heißt, so viel wie ich lebe in Japan so. Und dann, ah! Und dann sage ich zu ihm, Nihongo, nihongo war der So, Also Japanisch ist okay, wenn er mit mir redet. Und dann redet er los. Es ist wie eine andere Person gewesen. Als wenn der auf einmal eine andere Persönlichkeit angenommen hat. Hat der geredet auf Japanisch und mir dann noch zu den Schuhen was erklärt. Und wie ich die pflegen kann. Und alles Mögliche. Und worauf ich aufpassen soll. Und damit die auch noch lange halten. Und das ist wirklich so, wenn du Japaner Japanisch reden lassen kannst. Und die sich sicher fühlen. Dann ist es, dann kommt da so viel mehr raus, so viel mehr. Weil im Englischen, da können sie halt nur ihre wenigen Sätze und fühlen sich unsicher und sind dann sehr zurückhaltend, aber wenn du auf Japanisch mit denen redest, dann können sich da so tolle, wirklich so tolle Momente ergeben. Das war auch, wir sind später auf der Reise in Hirosaki gewesen. Das ist die einzige Stadt im Norden von Japan, wo es noch eine originale Burg gibt aus der Edo-Zeit, also von vor 300, 400 Jahren, diese, diese, die man halt kennt von Bildern, diese Bogen. Diese, wo die Samurai sozusagen waren und da haben wir, sind am, am Burgram sind wir entlang gelaufen und haben auf Deutsch geredet und dann hat uns auf einmal jemand angequatscht, ein Japaner, und hat dann seine zwei Sätze Deutsch rausgeholt, die er konnte. also er hat schon verstanden, dass wir Deutsche sind nämlich und hat uns dann erzählt, dass er totaler Deutschland-Fan ist, also dann auf Japanisch und Englisch, das war so ein Mischmaß aus beiden, mit denen wir gesprochen haben, weil wir noch nicht alles könnten. Wir nennen es so ein bisschen Interlanguage. Naja, und er ist halt ein totaler Deutschland-Fan, hat Deut Freunde in Deutschland und besucht ab und zu mal Deutschland und hat uns dann gefragt, ah, er kennt hier ein richtig, richtig cooles Restaurant, haben wir nicht Lust mitzukommen. Er würde es uns gerne mal zeigen. Und dann so, ja, ich war erst unsicher, ich habe gesagt, Ach, na komm, lass machen, wenn man schon mal jetzt hier Japaner trifft, komm. Und der Lust hat, uns mitzunehmen. Und dann sind wir zu diesem Restaurant und es war wirklich direkt an diesem Burggraben. Aus dem Fenster raus saßen wir an einem Tisch, wo wir die Kirschblüten und das Wasser sehen konnten. Also, es war eine 5 also fünf von 5 fünf für die Aussicht bei diesem Restaurant. Und dann hat er uns noch ganz viel erzählt, wo er herkommt und dass er ein buddhistischer Mönch ist und Beerdigungen abhält, sozusagen für Familien, die da kommen, wenn er jemand gestorben ist. Und dass er ein totaler Deutschlandfan ist, habe ich ja schon gesagt. Und dass er hier in seinem Garten in Japan deutschen Spargel anbaut. Also es ist sehr untypisch, weil es gibt keinen weißen Spargel in Japan. Sowas kriegst du nirgendwo zu kaufen. Aber er hat sich aus Deutschland das mitgenommen und baute jetzt hier deutschen Spargel an. Da war er richtig, richtig stolz drauf. Das hat er bestimmt fünfmal erzählt, dass er deutschen Spargel hier anbaut und hat uns dann ganz viele Bilder aus Deutschland und von seinen Freunden da gezeigt. Und das war so cool. Ich glaube, wir haben zwei Stunden am Ende gesprochen. Aber das sind so Momente, die ergeben sich halt auch wirklich nur, wenn du, wenn du auch Japanisch kannst, weil. Auf Englisch hätte, hätte dieses Gespräch in der Tiefe nicht stattfinden können. So. Und das, das ist halt total toll. Umso mehr man die Sprache kann, umso mehr ergeben sich auf diesen Reisen einfach Begegnungen und man lernt Leute kennen und man, man lernt mehr über dieses Land und versteht mehr über die Menschen und über diese Kultur. Und auf der anderen Seite hatten wir dann auch in Aomodi, das war unser letzter Trip oder der letzte Ort, wo wir gewohnt hatten. Das ist denn. Die fast nördlichste Stadt, bevor dann die Nordinsel kommt. Und ach, Modi ist wirklich, also das war noch ruhiger als Akita, fand ich. Also, das war schon dafür, dass es auch eine 300.000 Mann-Stadt ist oder 300.000 äh, Menschenstadt ist, besser gesagt, ist, da ist so wenig los. Also, das war irgendwie wie ein Dorf. Und dann waren wir da in einem Burgerladen, den hatten wir uns rausgesucht, der war wohl super bewertet. Ähm, und die Burger waren noch richtig cool so ein bisschen so ein American Japanese Mix Style also das war jetzt nicht so typisch amerikanischer Burger das waren schon richtig coole Burger die die da gemacht haben und dann waren wir halt die einzigen Gäste an dem Abend weil es geregnet hatte sehr doll geregnet hat aber gesagt wir wollen dann noch hin zu diesem Laden und dann haben wir mit dem Restaurantbesitzer angefangen zu sprechen und dann hat er uns erzählt ja das ist, dass er direkt vor Corona oder in Corona aufgemacht hat und das so hart war in der Zeit, und, aber er will durchhalten und sonst hat er auch viele Gäste von der Basketballmannschaft, weil wohl das Basketballteam von Aomodi ist sehr berühmt und die kommen dann gerne nach den Spielen daher und, und trinken dann noch was gemeinsam hier und der eine ist ab nächstes Jahr in der NBA und seine ganzen Geschichten so erzählt von seinem Restaurant. Wen er da nicht alles kennt, ich kannte natürlich die japanischen Namen jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so mit japanischem Basketball-Vertrauter an der Stelle. Aber es war halt einfach total cool. Dann hat er uns noch so ein paar Spezialitäten aus der Region gezeigt. Ich glaube, das waren Innereien von Oktopus oder ähm, ach, nicht Oktopus, aber ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwas sehr Glitschiges. Und das sind die Innereien, die dann nochmal verarbeitet sind. Und die hat er uns dann zu essen gegeben. Aufs Haus. Also komplett for free. Und das schmeckt wie Fischmarkt riecht, muss man sagen. Ich glaube, das fasst es am allerbesten zusammen. Und dann hat er uns danach zum Nachspiel noch einen kostenlosen Apfelsaft gebracht. Wozu muss man sagen, Aomori ist die Apfelregion Japans, also total berühmt für Apf Apfelanbau. Und auch tausend Apfelsäfte. Vielleicht kennt ihr diese, diese äh, Getränkeautomaten, die in Japan sehr berühmt sind, die an jeder Ecke stehen. Vielleicht habt ihr das schon mal mitbekommen. Wenn nicht, das ist sehr berühmt. Das sind so Jido Hambaiki heißen die. Die gibt es wirklich. Auf, ich glaube, auf, auf 20 Japaner kommt ein so ein Getränkeautomat. Von der Anzahl her, wie viel es davon gibt. Und hier in dieser Region gab es halt Getränkeautomaten mit Apfelsäften. Und dann gab es da drinnen 20 verschiedene Sorten Apfelsaft, ja. Je nachdem, aus welcher, welchem Bereich der Region der dort kommt und zubereitet ist und wie der gemischt ist und naturtrüb und klar und was weiß ich nicht alles. Also die sind da ganz stolz auf ihre Äpfel in der Region. Dann hat er uns noch so einen richtig regionalen Apfelsaft gemacht. Und ach, das war so cool. Da waren wir auch, glaube ich, über anderthalb Stunden, weil auch kein anderer Gast kam. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich würde mir natürlich wünschen für so einen coolen Restaurantbesitzer, dass der mehr Kundschaft hat. Gleich noch ein paar gute Bewertungen geschrieben auf Google, dachte ich so, dass das wenigstens das, was ich tun kann, um ihm zu helfen. Und es ähm, sind so die Momente, wo man sich auch schlecht fühlt, dass in Japan dieses Trinkgeldsystem einfach nicht da ist oder so dass man nicht Trinkgeld gibt, dass das so normal ist. Weil so. das wäre so ein Tag oder es wäre so ein Restaurantbesitzer gewesen, da hätte ich gerne einfach Trinkgeld gegeben, so in Deutschland. Das wäre einfach so, das war cool. Der hat so viel sich Zeit genommen. Wir hatten so viele coole Gespräche, da hätte ich gerne ein bisschen Trinkgeld gegeben, weißt du? So, das ist so ein bisschen... Ah, das hat mir irgendwie denn da gefehlt. Naja, vielleicht noch ein Highlight von der Reise. Ich kann gar nicht alles erzählen, was so viel passiert. Wir sind mit so einem speziellen Ausflugszug gefahren. Der war auch in diesem Pass mit inklusive. Und der fuhr von Akita nach Aomori, also sozusagen die letzte Station, die wir hatten. Oder den letzten We Hotelwechsel. Und ähm, der fährt an der Küste entlang. Eigentlich braucht man für die Strecke nur zweieinhalb Stunden mit dem Express. Der Zug braucht fünf Stunden und 20 Minuten. Klingt viel, ist aber total cool. Weil der ab und zu mal so einen kurzen Stopp macht und dann es hat so Programme und riesen Aussichtsfenster und man kommt auch nur mit Platzreservierung rein. Und dann war an der einen Station standen da Leute und dann konnte man da Basketballkörbe werfen und dann hat man so kleine regionale Sachen gewonnen. Wir haben jetzt Untersetzer, was aus Holz aus der Region gefertigt ist. Mitgewonnen, mit sag ich mal, und später hatte er dann an, den, an der Küstenregion, also der fährt dann führt 10 Meter entfernt von der Steilküste, beziehungsweise dann direkt vorm Strand. Das ändert sich denn die ganze Zeit die Landschaft an dem japanischen Meer. Und dann hält er da manchmal 20 Minuten, kann man aussteigen, angucken, Fotos machen und so. Und das war schon, das war ein echt cooler Zug. Diese fünf Stunden sind wie im Flug vergangen einfach. Also das war echt. Also jedes Mal, dass das schon in dem Pass drin war, war einfach cool. Es hat sich so gelohnt. Und dann später kam sogar noch an der Station ähm, ein musiker in den Zug rein und hat dann ein Live-Konzert im Zug vorne gegeben. Also da war so ein bisschen Platz, da waren dann keine Stühle oder Sitzplätze. Und dann haben die da auf so traditionellen japanischen Gitarren, die heißen Shimansen oder so, ich kann den weiß gerade nicht genau, wie der, wie der Name ausgesprochen wird, und da haben die einfach mal so kurz noch ein Live-Konzert gegeben. Äh, wie cool ist das bitte gewesen? Es ähm, könnt ihr dann ein Video, ich habe da ein Video von gemacht, könnt ihr dann, wenn auf YouTube mal irgendwann das Video kommt, wenn ich dann mal die Zeit habe, äh, könntest du euch dann angucken. Es war total. Also, diese, diese Zugfahrt, also diese Zeit ging so schnell vorbei. Das war so cool. Also, ich habe es so genossen. Die Aussicht einfach, das war so cool. Dieses japanische Meer, diese Aussicht da drauf, auf diese Küste, das war schon echt einmalig. Also, wenn ihr da mal seid, zwischen Akita und Aomori, nimmt den Shido- Shidakami. Shidakami, glaube ich, heißt der Zug. Lohnt sich wirklich sowas von, wenn ihr den Pass habt. Ich weiß nämlich nicht, wie viel da kostet, wenn man den Pass nicht hat. Naja. Das ist so als Abschluss. Es war wirklich wunderschön ähm, in diesen paar Tagen im Norden. Wir sind fest wirklich viel rumgekommen. Es klingt sehr stressig, weil wir so viel rumgefahren sind und so viele Orte angeguckt haben, aber es war es irgendwie nicht. Es war total erholsam und wir konnten so viel sehen und die Kirschblüten mal eine ganz anderen Facette erleben. Gerade in Hirosaki ist einer der, also wo wir diesen Mönch getroffen haben, einer der Sakura-Spots überhaupt. Also, da sind so viele Kirschblütenbäume. Das ist unglaublich. Also, da ist sonst, wenn Kirschblütenzeit ist, ein Riesenfest. Das war halt noch nicht. Aber die Kirschblüte kam halt zwei Wochen zu früh und deswegen konnten wir das Ganze erleben in der Kirschblüte, ohne dass es zu voll war. Und das ist, da muss man schon Glück haben dafür, mal. Das ist einfach Zufall. Naja. Jedenfalls, wir sind begeistert zurück wieder nach Deutschland, äh, nach Deutschland, sage ich schon, nach Tokio. Naja, nach Deutschland noch nicht, aber nach Tokio halt wieder zurück. Und gerade, wenn ich das aufnehme, ist die Golden Week, die Feiertagswoche in Japan. Jetzt ist gerade richtig viel los. Jetzt wäre wahrscheinlich auch oben im Norden ganz viel los in Hirosaki und die ganzen Orten, wo wir waren. Natürlich jetzt nicht mehr mit Kirschblüte, aber es ist so, Golden Week meint, wir haben halt vier Feiertage in der Zeit. Da ist der Geburtstag von dem ehemaligen bekannten Kaiser. Es ist der Tag des Grüns. Es ist der Kindertag. Und es ist der Tag zu gedenken der, der Verfassung, der neuen Verfassung, der Nachkriegsverfassung. Und dann sind dazwischen ganz viele Betriebsferne. Und das ist echt, 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 echt viel los. Also ordentlich Trouble hier. Also Trouble im Sinne von. <laughs> dass die Züge voll sind, die Urlaubsorte sind voll, Hotels sind ausgebucht, bis zum geht nicht mehr, weil Leute entweder nach Hause fahren oder die Zeit mal nutzen, weil die Japaner haben nicht so viele Urlaubstage und wenn dann mal so Feiertage sind, dann nutzen die das halt richtig aus. Ich nutze das, ein bisschen drinnen zu bleiben. Ich war beim Volleyball, ich habe eine Volleyballgruppe gefunden und das war cool, weil natürlich ähm, die Leute mehr Zeit hatten und da hatten wir jetzt zweimal die Woche Volleyball gehabt. Ein paar neue Japaner kennengelernt, nochmal gemeinsam was auch gegessen danach und so. Total cool. Ich ist total erholsam das Volleyball. Ist so cool, dass ich jetzt so eine japanische Gruppe gefunden habe. Aber da kann ich hier beim nächsten Mal noch mal ein bisschen mehr erzählen, wie es dazu kam, dass ich in diese Gruppe reingekommen bin. Ja, und dann kommen wir auch schon wieder hier zum, zum Ende. Es ist wieder eine halbe Stunde mit einmal rum. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen in meine oder in unsere Reise durch den Norden Japans mit reinnehmen. Vielleicht habt ihr euch ein paar Orte aufgeschrieben, wenn ihr mal nach Japan kommt. Lohnt sich auf jeden Fall, die anzugucken. Und ja, euch nochmal ein bisschen Mut zu machen. Für die, die Japanisch lernen. Wenn ihr Japanisch könnt, dann könnt ihr echt coole Sachen in Japan erleben. Also, dass euch das so ein bisschen einen Blick darauf gibt. Ja, ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart und zugehört habt und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn ich euch ein bisschen was aus unserer Zeit in Japan erzähle, was wir so erleben, was für witzige Bewegungen entstehen und ähm, ja, wo wir auch unsere Herausforderungen haben. Und natürlich Sprache ist immer noch hart, klingt so leicht ist es aber nicht. Es gibt immer wieder Tage, wo ich das Gefühl habe, ich habe einen Blackout, und weiß nichts mehr. Ähm, aber es gibt auch so Momente im Urlaub, wo man dann richtiges Gefühl hat, ja geil, es lohnt sich Japanisch zu lernen für so einen Moment wiederum auch. Naja, also, ich. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Matane!